Markus Tagesthemen, Folge 134. Schöne Grüße aus dem Büro. Ich möchte sprechen über den Mietendeckel. Das Abgeordnetenhaus in Berlin hat entschieden, dass der Mietendeckel kommen wird. Und deshalb kommt hier kurz meine persönliche Meinung und Sicht darauf in drei Punkten. Punkt Nummer eins, was ist der Mietendeckel? Der Mietendeckel legt Mietobergrenzen fest und bindet oder friert ein die aktuellen Mieten in Berlin auf 5 Jahre. Die Mietobergrenzen sind irgendwo zwischen 4 und 9 Euro. Die sind wirklich krass niedrig, diese Obergrenzen. Und man kann tatsächlich, ein Mieter kann eben einfordern, dass die Miete auch wirklich im Bestand gesenkt wird, wenn man ein gutes Stück über der dort vorgegebenen Grenze liegt. Das ist ja schon wirklich ein echter, signifikanter staatlicher Eingriff. So, würde ich jetzt Immobilien in Berlin kaufen? Selbstverständlich nein. Ich habe das mal hier ausgerechnet. 7 Euro den Quadratmeter Miete auf 4.200 Euro den Quadratmeter Kaufpreis. Das sind einfach Durchschnittswerte gerade für ganz Berlin, die ich online rausgesucht habe. Also die Kaufpreise, 7 Euro ungefähr die Mitte von dieser vorgegebenen Tabelle für Mietobergrenzen, kommt raus bei 2% Mietrendite. Das ist natürlich absolut nicht lohnenswert. Davon kann man nicht mal die Bankrate bezahlen. Aber ganz ehrlich, das war es auch vorher schon nicht in Berlin in Immobilien zu investieren, zumindest Buy-and-Hold-mäßig. Man konnte natürlich in Berlin sehr wohl in Immobilien investieren, in der Hoffnung auf weiter steigende Preise. Das ist reine Spekulation, das würde ich selbst nie tun. Also ich bin entspannt, weil ich in Berlin gar nicht investieren wollte und auch nicht würde. Der Stefan logischerweise auch nicht und die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, auch nicht. Ich glaube, da ändert sich auch nicht viel durch den Mietendeckel. Gekniffen ist natürlich, wer gerade jetzt eine Immobilie in Berlin gekauft hat, in den letzten 1-2 Jahren zu sehr hohen Preisen, die jetzt noch mal unrentabler wird, als sie ohnehin schon wird. Deshalb Punkt 2, Frage beantwortet, habe ich Angst vom Mietendeckel in ganz Deutschland? Dazu ein anderes Beispiel. Nehmen wir an, ich vermiete für 6 Euro und kaufe für 900 Euro den Quadratmeter, dann habe ich 8% Mietrendite. Das ist nicht irgendein Beispiel, sondern ein Haus, das wir gerade kaufen in Wuppertal. Und das ist natürlich eine schöne Rendite, da bleibt ordentlich schon mal was übrig. Warum ist das so? Weil investieren immer bedeutet, Risiken einzugehen. In Berlin finde ich natürlich immer einen Mieter heute und in 30 Jahren. Der Markt ist extrem angespannt. Es gibt eine große Knappheit an Mietwohnungen. In Wuppertal gibt es die nicht. Dort muss man sich durchaus bemühen, dass man für 6 Euro dann auch gut vermietet bekommt, den Quadratmeter. Kann man aber eben hinkriegen. Dann ist man aber tatsächlich auch Investor, der eben investiert und auch Risiken eingeht und deshalb auch sehr viel signifikant mehr Rendite bekommen kann. Und genau aus demselben Grund habe ich auch keine Angst, dass der Mietendeckel sich ausweitet auf attraktive Investitionsstandorte. Weil dort ist es so, dass dass der Markt nicht so sehr gekippt ist, dass es eine extreme Knappheit an Wohnungen gibt, sondern so, dass es noch irgendwo ausbalanciert ist und deshalb auch die Kaufpreise noch irgendwo im Rahmen sind. Das heißt, da, wo es sich eh lohnt zu investieren, wird es sich auch zukünftig lohnen. Und da glaube ich auch nicht, dass ein Mietendeckel kommt. Kann der in München kommen? Klar. Oder so ähnlich. Oder irgendwelche anderen staatlichen Eingriffe? Logisch, weil dort ist der Markt ähnlich angespannt. Würde ich in München eine Immobilie kaufen? Nein. Glaube ich, Punkt Nummer 3, dass der Mietendeckel richtig ist für die Gesellschaft? Ich glaube, für die Gesellschaft ist es gut, dass Mieten nicht zu teuer werden. Schere Arm und Reich darf auf gar keinen Fall weiter auseinandergehen. Aber es ist das falsche Instrument, deutlich falsch. Ich glaube, was das richtige Instrument ist, mittel- und langfristig, ist für mehr Wohnraum zu sorgen. Das muss passieren. Dadurch bringe ich nämlich Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht. Das tut aber der Mietendeckel nicht. Was der Mietendeckel wahrscheinlich verursachen wird, er wird private Kleinstvermieter hart treffen, die ihre Altersvorsorge lösen wollten mit einer Immobilie in Berlin, die sie die letzten Jahre gekauft haben. Die sind richtig gekniffen und legen drauf. Und er wird dafür sorgen, dass Leute, die in Luxuswohnungen heute leben, die sie zu sehr, sehr hohen Mietpreisen gerade anmieten, dass deren Mieten gesenkt werden. Wer lebt in Luxuswohnungen? Sicherlich nicht die, die es nötig haben, dass man jetzt ihre Miete senkt. Also, ich glaube, falsches Instrument und ich persönlich habe keine Angst vom Mietendeckel, auch für ganz Deutschland nicht, weil ich glaube, es wird sich immer weiter lohnen, an den Standorten zu investieren, an denen Angebot und Nachfrage sich die Waage hält und ein Mietendeckel oder ein anderer Eingriff
ohnehin keinen Sinn macht. Bis morgen.